Moin, sind die Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück. Ja, ist doch gut. Zurück zu Minecraft. Es ist die Folge 400, Leute. Es ist die Folge 400. Wer hätte das gedacht, dass wir das jemals erreichen? 400 vor über einem Jahr, habe ich mal so gesagt. Weißt du, wir starten mal so ein kleines, gemütliches Projekt zum 10-Jährigen von Minecraft. Ja, ist inzwischen der 11 geworden. Überleg mal, also das Thema hat sich sogar schon überlebt. Ja, also immer so ein kleines Projekt eben starten. Immer wieder ein bisschen Minecraft anfangen. Ich hätte nicht gedacht, was damit entsteht, was da einfach so auch hier im Fuchsbau passiert. Weißt du, wie Minecraft die Zuschauer, den Discord-Server, überhaupt alles doch verändert. Zum Positiven als auch zum Negativen. Ist nicht alles nur schön in der Minecraft-Welt, muss man sagen. Ne? Also, aber alles in allem schwerst beeindruckt. Und ja, ich finde, wir machen uns heute einen gemütlichen. Also ich habe jetzt nichts vorbereitet oder so. Ich wollte ja eigentlich zur 400. Folge des Golfturniers starten. Aber da bis jetzt nur ein einziger weiterer Golfkurs hinzugekommen ist, meiner, lohnt sich das nicht so recht. Und ich würde sagen, wir sinnieren heute einfach ein bisschen darüber, über Minecraft, über den Schöpfer vielleicht. Und einfach so ein bisschen darüber schnacken, wie Minecraft auch so die Spielelandschaft verändert hat und überhaupt. Und einfach mal so ein bisschen, wie man zu Minecraft gekommen ist nochmal wieder. Ich finde, ich will euch damit in die Diskussion mit reinholen. Also ihr dürft jetzt gerne, wenn ihr zuschaut, euch schon mal die Tastatur oder das Smartphone-Keyboard hervorholen. Denn ich würde natürlich gerne auch ein bisschen eure Erlebnisse und Co. erleben, ne? Und ja, das machen wir heute so. Nebenbei fahren wir weiter dieses antike Schrottzeug. Ich finde, das ist ja perfekt, um sich nebenbei zu unterhalten, weil da passiert nicht viel. Wo muss ich denn? Ich bin verwirrt. Warum ist hier jetzt so eine Blockade drin? Ich finde da ja nie wieder zurück, ne? Also es ist inzwischen so weit, dass ich nicht mehr weiß, wo der Start ist, ne? Weil das hier nur noch Gänge sind, wie in einem Labyrinth. Ich habe den Anfang gefunden. Ich bin stolz auf mich. So. Jetzt packen wir erstmal alles weg, was weg kann. Bam, 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 bam. Der Rest bleibt. So. Antiker Schrott natürlich klar. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Wir gehen nämlich jetzt erstmal nach Hause. RPTP, Fuchsturm im Fuchsbau. Genau. Dusch. Da werden wir natürlich jetzt erstmal. Oh Gott, wie sie ihren Papa vermissen. Ja, da ist er wieder und dann freut er sich. Ja, ich freue mich doch auch, euch zu sehen. Gott, sind die schnuffig, hä? Sind die knuffig oder was? So, auf geht's. Ja, ja, Minecraft, ne? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Der gute Notch hat da mal so ein bisschen sich. Hat sich ja nicht mal selber ausgedacht, muss man ehrlich sein. Es gab ja schon andere Spiele, die Dinge in diese Richtung getan haben und sehr ähnlich waren. Aber er war halt derjenige, der sich gedacht hat: Weißt du, ich nehme jetzt mal aus Spiel X die Sachen und aus Spiel Y diese Sachen. Und dann denkt er sich noch ein bisschen selber was aus. Und das hat er dann zusammengeschraubt und daraus ist dann Minecraft geworden. Und konnte sich halt so doll behaupten, weil es halt einiges anders macht als die anderen. Und halt sinnvollerweise die Elemente aus mehreren Spielen zusammenkopiert haben. Ne? Inzwischen ist es ja, kannst du ja nicht mehr vergleichen mit dem, was wir da früher hatten. Früher gab es ja das ganze Crafting nicht, es gab Levels nicht, es gab Essen. Gab es, du musstest essen, musste man glaube ich damals schon im Survival. Aber es gab halt auch Verzauberungen und den ganzen Krabs, gab es alles nicht. Ne? Da wurde es mir nur gebaut, aber das war halt wie Lego. Wie unendlich großes Lego und wenn dir deine Welt nicht gefällt, kein Problem, machst du neu. Weißt du, die Möglichkeiten waren endlos. Ja? Und dann hast du da eine immer wieder sich neu generierende Welt erforscht, die halt auch immer wieder anders aussah. Und das war halt total spannend, ne? So, heute kriegst du damit nicht mehr so viel hervorgeholt, weil es ist jetzt nichts Besonderes mehr. Prozedural generierte Sachen hat auch schon Diablo 2 gemacht. Aber in Minecraft war es das erste Mal, dass halt relativ richtig schöne 3D-Welten entstanden sind, ne? Und die man auch einfach gern erkundet hat. Ich muss auch echt gestehen, das ist vielleicht ein bisschen Verklärtheit, aber die modernen Minecraft-Welten gefallen mir nicht mehr so gut. Aber es könnte auch einfach sein, dass ich. Sie sind ja eigentlich schon schön, aber irgendwie kommt nicht mehr der Vibe von früher auf. Es ist vielleicht einfach so. Oh, nix. So. Jetzt haben wir hier 5 Stück. Dann brauchen wir sehr viel Gold. Jetzt nehmen wir mal diese Goldteile. Da kann man ja irgendwie wohl Barren draus machen. Irgendwie. Gold. Gold. Barren. Ja, da machst du mal so viel wie geht. Bumm, 37 Stück. Nice. Und dann können wir jetzt Barren diese machen. Und zwar einen. Einen einzigen.
Das war's. Neue Rezepte verfügbar. Oh, die Rüstung sieht ja mal geil aus. Alter Focko. Fangen wir mit der Rüstung an, würde ich sagen, wa? Rüstung ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? Helm. Eisenhelm, Diamanthelm. Wie heißt denn das Zeug? Nether. Wieso finde ich jetzt die Rüstungssachen davon nicht? Gehen wir mal in diese Kategorie. Diamantharnisch. Achso. Nee. Ich dachte, weil ich das nicht craften kann. Eisen. Wo sind denn die Nether-Dinger? Wieso sehe ich die jetzt hier nicht? Geht das nur in der Schmiede? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. I don't know. Vielleicht, weil wir die Sachen noch nicht haben. I don't know. Irgendwie hat es mir zwar gerade angezeigt, das neue Rezepte. Ich habe sie auch gesehen, aber... Irgendwie taucht es nicht auf. Naja, egal. Gut. Wir packen den mal da rein. Den Netherit-Barren, unseren ersten und unsere erste Netherit. Weitere Platte für das, was da noch kommen wird. Alter, wir werden noch ein bisschen farmen, ne? Na gut. Ich glaube, das hätte eigentlich schon eine eigene Kiste verdient, der Kram, ne? Muss man ehrlich sein. Da ist ja nicht. Ups. Was habe ich getan? Da können wir ja eher die Smaragde wegtun. Flup. Und packen da das Zeug rein, weil das so wertvoll ist. Ich will, dass es eine eigene Kiste bekommt. So wertvoll, wie es ist. Das Problem ist, es ist so wertvoll, dass ich aktuell der Kiste noch nicht so einen Barren geben kann. Aber so ein Teil. Das geht erstmal ausnahmsweise. Und den anderen Krams, den packen wir dann einfach irgendwie, keine Ahnung. Hier rein. Puff, wieso nicht? Man muss auch mal ein bisschen unsauber arbeiten, ne? Okay. Naja, und ja, was mich jetzt mal interessieren würde, so. Ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, aber ist auch schon wieder ein bisschen her. Deswegen hoppen wir euch gerne raus. Wie seid ihr zu Minecraft gekommen? Also wie habt ihr das entdeckt? Wie seid ihr bei Minecraft gelandet? Das würde mich mal interessieren. RPTP Fuchs Hölle 2. Ich überlege mal, wie es bei mir war. Ach, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe das bei Cold Mirror gesehen auf ihrem Let's Play Kanal, wo sie ihr Haus vorgestellt hat. Da ist Cuddy da rumgeeiert und hat ihr komisches Haus vorgestellt. Und ich habe dieses Spiel gesehen und dachte irgendwie, keine Ahnung, das sieht irgendwie geil aus. Irgendwie sieht das so, sieht aus wie Lego. Ich konnte mir schon vorstellen, dass man da wahrscheinlich eine richtig dicke Menge Spaß mit haben kann. Und habe mir das dann organisiert. Ich habe das noch in der, was habe ich bezahlt? Ich habe 4,99 € bezahlt. Das ist, glaube ich, noch Alpha. Da war noch nichts Beta. 4,99 € habe ich dafür bezahlt. Das war kurz vor der Beta. Also es war... Kurz danach startete schon die Beta, insofern hatte ich dann nochmal Glück gehabt. Und habe mir das dann gekauft, direkt auf der Mojang-Seite, das war, glaube ich, mit PayPal musstest du das noch bezahlen, das war richtig barebone, Alter. Und dann ging das los. Und dann habe ich das gedaddelt und ich bin sofort da drin versunken, weil das einfach irre war. Das war einfach, hier habe ich mein Bett explodieren lassen, I remember. Es hat einfach sofort Klick gemacht, es war halt easy. Vor allem am Anfang war es halt noch überschaubar, ne? Im Vergleich mit jetzt. Also ich kann schon verstehen, wenn man jetzt hier startet, das ist so ein bisschen wie bei Path of Exile. Oh, ich dachte erst, oder ist es das? Nein. Man wird halt ein bisschen erschlagen inzwischen von den Möglichkeiten. Also wenn man jetzt einfach loslegen will, es geht ja. Man muss sich dann halt Zeit nehmen und durch die neuen Hilfestellungen geht es ja auch. Also man wird ja an die Hand genommen. Du hast ja das Rezeptbuch, das hatten wir ja alles damals nicht. Da gab es kein Rezeptbuch, wo drin stand, wie man was zusammen craftet. Das musste man rausfinden. Da musste man Wikis wälzen, ja. Da hat man sich gegenseitig geholfen und gesagt, hier, pass auf, wenn du das und das kombinierst. Das war aber auch das Entdeckermäßige, ne. Du kommst in diese Welt rein, hast von nix einen Schneid, keine Ahnung von gar nichts. Baust halt dann deinen ersten Baum ab und dann geht's los. Und dann siehst du, okay, vielleicht kann ich das so kombinieren und dann so. Und dann fängst du an, selber diese Rezepte rauszufinden. Da war nichts mit Rezeptbuch, ne? Und dann irgendwann kam halt die Wiki und dann hat man sich da ausgetauscht und so ging das dann. Aber du musstest immer auf Drittseiten nachgucken. Du hast nie die Infos im Game bekommen. Das war aber ja auch das Coole, weil das ja so ein bisschen Robinson Crusoe-mäßig. Ich bin hier auf meiner Welt, ich habe noch von nichts eine Ahnung und fange halt an, das alles selber rauszufinden. Und du warst dann halt schon der geile Ficker, wenn du dann in deinem Freundeskreis halt ein Rezept wusstest, wo sie, mach mal folgendes hier, guck mal da und da und da und dann kriegst du nämlich das raus. Ey, ist ja geil, weißt du? So war das damals. So haben wir uns das dann in unserem Freundeskreis, und ist natürlich dann, hat schnell Wellen geschlagen,
Man hat sich dann, das verbreitete sich schnell dann im Freundeskreis, dann hat man sich seinen ersten kleinen Server dahin geeiert. Ich habe das damals auf dem EPC laufen lassen, meinem alten Studenten-Laptop, den ich ausgemustert hatte. Dafür eignete der sich noch, ne? Habe ich Linux draufgeknallt, das Ding hat kaum Strom gefressen, den konntest du halt 24/7 einfach anlassen. Und hab dann da den Minecraft-Server draufgeschmissen. Eben eine Fritzbox, die Ports freigegeben und dann ging das schon. Und dann haben wir da Minecraft gesuchtet. Nächtelang. Ich weiß noch wirklich, also, hier. Oder? Yes! Wie nice ist das denn? Geil! Cool, dass ich nochmal kurz in die Wand reingeeiert habe. Ja, dann haben wir da wirklich, also mit unseren Freunden, Teamspeak-Server noch aufgesetzt. Noch eins, unfassbar. Gut, dass ich noch weiter nach unten gegraben habe. Drei! Alter, jetzt haben wir aber einen Lauf, Leute. Jetzt haben wir aber einen Lauf. Ich glaube, mehr geht nicht. Ich glaube, bis zu 5 können in einer Ader sein. Mehr ist nicht drin. Das, also für die 400. Folge finde ich sehr angemessen. Sehr, sehr angemessen. Können wir direkt den zweiten Barren machen. Und mein Ziel war es ja quasi das erste. Ja, eigentlich wollte ich die Werkzeuge damit machen. Ich denke, das machen wir auch. Wir starten doch erstmal mit Werkzeugen, wobei die Rüstung cooler wäre, weil man die dann sieht. Aber Werkzeuge bringt halt mehr und daran kann ich dann das Verzaubern üben, was ich ja auch mal machen wollte, wenn ihr euch noch erinnert. Da können wir uns da nämlich als nächstes rein begeben. Ja, und dann wurden da halt Nächte verbracht. Ich erinnere mich noch, wie wir an einem. Also wir haben wirklich, ich habe das ganze Wochenende nichts anderes gemacht als Minecraft gespielt. Das ging Freitag nach der Uni los, zack, hingesetzt, Minecraft gedaddelt. Bis nachts in die Puppen, um 4 Uhr nachts noch Pizza-Baguettes in den Ofen geschmissen. Das war doch so richtig nerdig, wie man damals abgenerdet und gedaddelt hat. Weißt du, so war das früher. Macht man heute viel zu selten eigentlich. Also so richtig so einen richtigen Daddel-Weg-Nerd-Abend habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Das wäre mal eigentlich wieder an der Zeit. Eigentlich müsste man das mal wieder machen. Man nimmt sich dann immer vor, aber meistens ist man eh so müde, da kann man gar nicht mehr, weil man ja durch den ganz normalen Arbeitsalltag seinen Rhythmus ein bisschen drin hat. Da kannst du nicht wieder morgens bis um 5. Und wenn du es dann machst, dann weißt du, dass die nächste Woche die Hölle wird, weil du dann erstmal deinen Schlafrhythmus wieder normalisieren musst, ne? Aber so ist das dann. Ja, und dann, so ging das los, ne? Dann war ja dieser legendäre Silvesterabend, wo ein Kumpel von uns da war, der das nicht kannte. Dann habe ich ihm das gezeigt, und hier, das könnte was für dich sein. Und dann hat er angefangen. Und dann haben wir da Silvester gefeiert, haben Sektchen getrunken, er saß am PC und hat Minecraft gedaddelt. Und dann näherte es sich langsam, wir haben den doch auch nicht wieder weggekriegt, ne? Da hat er gedaddelt und gedaddelt, mitgetrunken, da hat man dem mal hin und wieder mal ein Bierchen angereicht, ne, alles gut. Aber der hat dann Minecraft gedaddelt. Der hat dann gedaddelt und gedaddelt und dann kam dann irgendwann 0 Uhr und dann wollten wir halt raus auf den Balkon. Und nee. Er hat Minecraft gedaddelt. So, okay, ja, dann mach mal weiter. Dann sind wir raus, Säckchen angestoßen, ne, Feuerwerk geguckt. Wir hatten da, glaube ich, selber keins gemacht. Da hatten wir keine Kohle dafür. Ich bin ja eh nicht so der Feuerwerks-Fan. Ich finde das eigentlich schwachsinnig. Es macht nur Dreck und ist laut und verschreckt die Tiere und ist umweltschädlich. Aber du, wer Bock drauf hat, soll es machen. Also, ne, mein Gott. Ein bisschen Spaß muss man auch noch haben. Ich sag, wie es ist, ne. Manchmal muss man auch mal Unvernünftiges tun. Das ist einfach so. Und, ja, dann war das vorbei und dann sind die ersten auch so gegangen und dann wollten wir auch mal ins Bett und er hat dann weiter Minecraft gespielt. Dann haben wir uns so, gut, dann viel Spaß noch, ne? Kannst ja wach, weiß ja, wo alles ist, ne? Wir gehen dann jetzt mal pennen. Dann sind wir pennen gegangen und dann bin ich morgens aufgewacht, wollte langsam Frühstück vorbereiten. Wer sitzt immer noch da und spielt Minecraft? Ja, der Kollege. Das saß er dann immer noch. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist, mich mit rot unterlaufenden Augen anzublicken und mir 7,50 Euro zu reichen und zu sagen, kauf mir das, weil er hatte kein PayPal. Und das habe ich dann getan. Und dann jointe er unserer kleinen Gruppe und weiter ging es mit Minecraft. Und so haben wir echt ganz schön lange Minecraft gedaddelt. Dieser Server lief ziemlich lange. Wir hatten immer mal wieder so Phasen, wo man keinen Bock hatte, aber dann irgendwann hat man es wieder rausgekramt und wieder losgelegt. Und dann aber kickte der Uni-Stress halt richtig rein und man hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr, weil es gibt auch noch andere Spiele, ne? Ich bin jetzt keiner, der ewiglich immer nur das gleiche spielen kann, es geht halt einfach nicht. Ich denke auch mal, da sind so viele andere Abenteuer, die erlebt werden wollen. Ja, willst du auch mal irgendwann wieder was anderes machen, ne? Und dann, ja, blieb das liegen. Und dann blieb das sehr lange sogar liegen, also da haben wir sehr lange kein Minecraft, also wirklich lange kein Minecraft mehr gespielt, jahrelang. Und irgendwann hatte ich dann Bock und habe das mal wieder rausgekramt. Und meine bessere Hälfte würde mitmachen. Wir haben uns wieder einen Server angeschmissen. Wir gehen in die Welt und wir waren einfach nur erschlagen. Wir gehen in so einen Canyon rein. Überall ist diese verschiedenen Sandformationen. Und ich so, was ist hier los? Was ist hier los? Wir haben nichts mehr geschnallt. Aber wir haben wirklich nichts mehr geschnallt. Dann sind wir da rumgeeiert. Erschlagen von dem ganzen neuen Kram. Eine jahrelange Abwesenheit. Und irgendwie frustrierte das mehr, als dass es motivierte. Und dann haben wir das relativ schnell auch wieder sein lassen.
Also ich habe es dann auch echt danach gar nicht mehr angefasst. Ich habe manchmal die Updates noch verfolgt, so aus Interesse, weil ich einfach nur wissen wollte, wie es weitergeht. Somit habe ich dann ein bisschen wenigstens so Update-standmäßig wieder drin, aber gedaddelt habe ich es halt nicht. Und das merkt man ja auch, wenn man irgendwie beim Let's Play zuguckt, auch bis heute. Verzauberung, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das genau funktioniert. Braun, keine Ahnung, gab es damals nicht, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Und das erarbeiten wir uns hier alles so nach und nach. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht, weil ich dachte, komm, dann machst du das nach 10 Jahren jetzt mal wieder an. Machst hier so ein Let's Play, wo du einfach keinen Plan von gar nichts hast und wir entdecken das einfach alles gemeinsam. Die, die das alles kennen, können sich ein bisschen ein abschmunzeln, wie dödelig ich mich anstelle. Die, die es nicht kennen, können mit mir zusammen gemeinsam erleben und erforschen, was so in Minecraft AR geht. Und das hat bis jetzt echt motiviert und Spaß gemacht. Deswegen sind wir jetzt ja auch beim neuen Update noch wieder dabei. Aber ich muss halt sagen, wie es ist, so jetzt nach alt, es ist ein Jahr lang mache ich quasi jedes Wochenende, mit ein paar Ausnahmen, aber jedes Wochenende nehme ich 2,5 Stunden Minecraft auf. Seit über einem Jahr. Und langsam will man auch mal wieder was anderes machen. Es ist einfach so. So viel Spaß, wie das ja auch macht. Es macht ja auch immer noch Spaß. Also es macht mir jetzt immer noch Spaß. Selbst obwohl wir hier gerade nur im Nieser rumeiern und versuchen, antike Teile zu finden. Und wir hatten gerade echt einen Lauf. Also für die 400. Folge muss ich sagen, das war würdig, würde ich sagen. Richtig cool. Da können wir gleich den zweiten Block machen. Und dann brauchen wir noch einen dritten, machen uns eine Hacke und dann bin ich zufrieden. Und dann wird erstmal die Klingel gemacht. Ne? Und anhand der Hacke werden wir dann das Verzaubern lernen. Und danach, na, dann kann man das ja immer so im Wechsel machen, ne? Wieder eine Runde Farm für das nächste Stück, dann wieder irgendwas bauen. Dann wieder eine Runde Farm für das nächste Stück, weil ich kann jetzt hier nicht am Stück farmen. Da wirst du ja wahnsinnig. Das dauert ja ewig. Wir sind jetzt schon bald, ne, 2 Stunden unterwegs und haben es jetzt mit Ach und Krach bald geschafft, ein Ding uns zu craften mit dem neuen Metall. Aber man sieht, wenn man sich jetzt zum Beispiel echt irgendwie auf YouTube nebenbei was anmacht, irgendein Stream oder so, das kannst du den Tag über so ganz geschmeidig wegschlägern. Kommt, glaube ich, dann schon gut was rum. Aber man muss halt natürlich auch Glück haben. Ist ja alles auch eine Sache des Glückes, ne? Wir hatten jetzt gerade eben ja wirklich viel Glück. Ob uns das nochmal in der Form so Holz sein wird, ist die Frage. Naja. Und auf jeden Fall würde mich mal interessieren, wie seid ihr zu Minecraft gekommen? Also, wie habt ihr das entdeckt? Bei mir war es tatsächlich, ich muss da sagen, das war Cold Mirror. Mit ihrem Kanal, tatsächlich. Wo sie da das vorgestellt hat. Das hat mich daran geführt. Hier müssen wir gleich nochmal den Stein ein bisschen abarbeiten. Ja, und dann natürlich die Frage, gut, zockt ihr es heute noch? Das werden die meisten wahrscheinlich mit Ja beantworten, weil sonst würdet ihr vermutlich die Videos nicht gucken. Aber wie, holy, moin. Seid ihr da auch dann, habt ihr auch mal Pausen gemacht? Seid ihr von Anfang an dabei? Also seit wann seid ihr eingestiegen? Wir sind halt wirklich quasi vom Start dabei. Ich bin seit der Alpha dabei gewesen und dann kam aber, also relativ am Ende der Alpha, muss man sagen. Dann kam schnell die Beta. Also als ich das meinem Kumpel da dann gekauft habe, da war das schon Beta. Der musste schon 7 Euro irgendwas bezahlen. Meine bessere Hälfte auch. Der war auch schon im 7 Euro Bereich. Dann kam irgendwann noch ein Kumpel von uns dazu. Da kostete es schon 14. Ey, das sind doch nur 3. Ich dachte, wir hätten mehr. Ich dachte, wir hätten 4. Ja, plus das eine, das wir da haben, sind 4. Aber dann fehlt uns doch noch was. Mist. Unfassbar. So, warte. Einmal so, das lassen wir da. Gold kann noch weg. Und dann geht es schon. Deswegen, das würde mich mal interessieren. Und worüber kann man noch so sprechen? Der Verfall von Notch, muss man ja sagen. Aber gut, man muss immer gucken. Er hat sich das hier ausgedacht, er hat das groß gemacht. Aber Minecraft ist nicht Notch, ne? Also mit der Person Notch kann ich ja persönlich echt gar nichts mehr anfangen. Nachdem Minecraft an Microsoft verkauft worden ist, ist der Junge ja komplett ausgerastet. Dann hat er sich ja in Miami, glaube ich, diese Riesenvilla gegönnt. Soll er machen? Er hat ja sein Geld verdient und wenn er da Bock drauf hat, gönn dir dein Süßigkeitenzimmer. Ich fand's ein bisschen krass, also keine Ahnung. Und er ist halt so einer, der dann gemerkt hat, dass Kohle echt nicht alles auf der Welt ist. Und bei ihm siehst du das halt auch wieder, ne? Das ist so, Notch ist so ein Paradebeispiel dafür, um zu sehen, dass so gern und so karrieregeil und geldgeil man sein möchte und kann, das sei jedem freigestellt, also mein Ziel persönlich ist es nicht. Ich freue mich, wenn ich mir hin und wieder mal Gaming-Rechner leisten kann und lecker was zu essen und dann ist auch schon gut. Und hier unsere Bude bezahlen kann und ist alles schick. Und mehr brauche ich nicht. Ich muss nicht die dicke Karre fahren und so einen Scheiß. Da bin ich nicht für. Also ich bin nicht so ein Karriereman. Und er hat halt Glück gehabt, hat dann da seine also Millionen verdient. Also Minecraft hat den ja ordentlich ausgezahlt. Holy moly. Und hat sich dann seine dicke Villa gekauft. Ja, und dann ging der klassische Verfall los. Der war dann in diesem riesigen Haus, aber wir erzählen gleich weiter. Komm, wir machen jetzt hier erstmal einen Break gleich und dann erzähle ich danach weiter den Verfall von Notch.
So, meine Lieben, das war die 400. Folge. Ich habe gar nicht so viel geschafft zu quatschen, wie ich wollte, weil ich mich ein bisschen festgequatscht habe. Aber es macht nichts, wir können ja nächstes Mal weiter quatschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten, Leute, zwei Stück noch irgendwie gefunden. Wie geil ist das denn? Bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euch viel Spaß beim Zocken. Tschüssikowski, euer Blaufuchs.